Hallo und willkommen zurück zu Conan Exiles. Was ich vorab noch sagen muss, es gab seit der letzten Aufnahme ein paar Updates und da wurde darauf hingewiesen, dass man besser einen Neustart macht. Ups, ein kleiner Nachlader. Einen Neustart macht, um halt diese Updates auch nutzen zu können. Und das habe ich natürlich auch direkt mal gemacht. Und was euch vielleicht auch direkt auffällt, ist hier unten ist Wiese. In der letzten Folge hatte ich ja gesagt, auf den niedrigsten Einstellungen könnte es sein, dass das nicht da ist. Oder nur auf den niedrigsten nicht da ist. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Mir war aufgefallen in den Grafikeinstellungen, als ich nochmal nachgesehen habe, das war auf den niedrigsten Einstellungen. Und aktuell habe ich es jetzt auf Mittel stehen. Und ich habe die ganzen Ressourcen nochmal alle gesammelt, habe es nochmal so gemacht wie zum letzten Standpunkt und würde sagen, da machen wir einfach weiter. Und ich glaube, ich habe auch in dem letzten Video gar nicht erzählt, dass das Fleisch hier eine Haltbarkeit hat und irgendwann auch verdirbt. Deswegen sollte man das am besten früher machen. Und was ist das denn? Ah. Und was ich auch noch nicht erzählt habe, ist, was ich auch sehr gut finde, das Spiel, das hat nämlich eine komplette Controller-Unterstützung. Das kann ich mal kurz zeigen. Ich habe jetzt einen Xbox-Controller in der Hand. Und der unterstützt das direkt auf Anhieb. Da sehen wir auch, dass wir, das ist bei der Tastatur, wenn wir Shift, oder wie war das? Jetzt muss ich mal gerade selbst gucken. Ah genau, wenn wir Shift und A drücken, dann weicht er aus. Beim Controller können wir das, wenn wir den Stick drücken und nach links lenken, machen. Und wie gesagt, das unterstützt komplett Controller. Also wenn ihr einen habt, könnt ihr das damit spielen. Und ich würde sagen, wir machen einfach da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Da sehen wir jetzt auch unten jetzt, wo die Tasten verlegt sind. Kann ich einfach mal kurz zeigen. So. Das war mir auch noch direkt beim ersten Mal positiv aufgefallen. Und ja. Ich mache aber lieber hier bei dem Spiel mit Tastatur weiter. Ich kann auch mal, ich weiß nicht, kann ich irgendwie von vorne gucken? Auf jeden Fall habe ich den Charakter auch ungefähr so gemacht, wie er beim letzten Mal war. Die Raupe, die hatte ich noch nicht eingesammelt. Ich denke eben, die zwei Rucklader, die waren Nachladerucklader vom Aufnehmen oder sowas. So, Attribute habe ich auch wieder ungefähr so verlegt. Ich glaube, die waren genau so. Hier habe ich auch wieder so verlegt, wie es war. Habe auch die Schwerte oder das Schwert schon gebaut. Und ja. So. Jetzt gucke ich mal. Oh. Was ich aber vorab sagen muss, mit Ausweichen ist mit Controller um einiges einfacher. Weil da ist das ja über einen Stick bedient. Oh, da ist er schon weg. Und hier müssen wir ja drei Tasten gleichzeitig drücken. Da sehen wir halt auch schon, bei den Büchern zum Beispiel ist halt mehr Detailreichtum und sowas. War ja vorher alles nicht. Ich weiß auch nicht, warum der nochmal in der Grafik nach unten gegangen ist. Keine Ahnung. Vielleicht hatte ich auch was ausprobiert und habe es vergessen, wieder umzustellen. Die Kleinen hier, die werden uns nichts tun. Tue ich jetzt auch nicht, aber es wäre ganz gut für XP. Oh, ich sehe gerade Essen. Oh, benutzen. Benutze ich mal direkt alle, weil die geben nicht viel. Und die zwei Eier hier. Okay. Na komm, so. Das trifft sich nämlich gut, weil die XP, die werden wir brauchen.
Jetzt kann ich auch mal gerade zeigen. Ich hatte ja beim letzten Mal davon erzählt, dass wir quasi mit den Hotkeys da unten Sachen direkt zum Beispiel reparieren können und sowas. Und so können wir halt auch die Flasche auffüllen wieder. Oder den Schlauch. Oh, Nachlader. Ah, gut. Ja, ich hoffe, dieses Nachladeruckeln, das legt sich mit der Zeit. Ich habe die Lobby nämlich gerade erst neu gestartet und beim letzten Mal war das ja auch am Anfang so, da hat das geruckelt und nach einer Zeit ging es ja. Aber sieht man halt auch den Unterschied. Ich habe ja die Grafik jetzt von niedrig auf einfach mittel gestellt, weil da lief es bisher am stabilsten und wir sehen ja, FPS-technisch, da ist also von der Flüssigkeit her ist genau wie vorher, also ist jetzt nicht irgendwie niedriger oder sowas. Und Stufe aufgestiegen, wunderbar. Jetzt muss ich mal gucken, ob wir schon... Mache ich erstmal Vitalität hoch. So. Und... Steinmetzlehrling, nee. Brauche ich hierfür? Handwerkerlehrling. Okay. Achso, ich brauche zwei dafür zum Freischalten. Okay, gut. Was habe ich denn jetzt alles? Komm, nutze ich auch direkt. Den hier nehme ich auch. Stein 80 und das. Jetzt kann ich das mal kurz vorführen. Wenn ich jetzt nochmal die 1 drücke, repariert er die direkt. Da muss ich nicht ins Inventar gehen und extra da reparieren. Ich muss auch sagen, mich hat es echt gefreut, wie das Video bei euch ankam, das letzte oder das erste. Oh, die ging aber schnell wieder kaputt. Seit ich das Video hochgeladen habe, ist ungefähr eine Woche vergangen. Und, oh, jetzt wiege ich zu viel. Und innerhalb dieser Woche kamen drei Updates. Ziemlich große Updates und, ja, also update-technisch kommt da echt ziemlich viel. Was ich aber auch gut finde. Ja, die Steine, die habe ich jetzt einfach mal rausgeworfen, wegen Gewicht. Weil beim Abbauen kriegen wir nämlich immer wieder XP dazu. Da werde ich wieder angreifen. Okay. Kommt jetzt schon schneller als der. Ja, wunderbar. Haben wir noch einen? Ah, ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber da hinten sind auf jeden Fall zwei Menschen. Mit denen will ich mich aber jetzt noch nicht anlegen. Oder soll ich? Ich weiß es nicht. Ja doch, komm, ich leg mich jetzt mit denen mal an. Die haben auch Schwerter. Und die haben was im Inventar. Mit dich lege ich auch direkt an. Wenn ich hier fertig bin, lebt hier keiner mehr.
Manchmal haben die auch an den Lagern Truhen. Ist jetzt aber nicht der Fall. Ach ja, und hier könnt ihr jetzt mal unten rechts gucken. Hier kriegen wir nämlich auch Plant Fiber dazu. Vier. Autsch. Das klappt doch ziemlich gut. Ja, repariere ich jetzt vorsichtshalber mal so nicht, dass es im Kampf kaputt geht. Oh, hab ich zu spät gedrückt. Ah, komm. Okay, das war ziemlich knapp. Da haben wir wieder Durst. Und da hinten sind wieder Menschen. Ziehen wir das erstmal zurück. Ja. Aber jetzt sehen wir schon, das Aufsteigen, das wird halt schon langsamer. Ich weiß nicht, lädt die Leben sich schneller auf, wenn ich stehen bleibe? Nee, okay. Ah, da ist wieder die Raupe. Oh, essen muss ich auf jeden Fall was. Das hier muss ich doch zuerst machen. Das werde ich euch jetzt mal gleich zeigen. Eine Sekunde. Ich brauche Äste. Wo kriegt man die nochmal her? Äste. Oder muss man die einzeln? Ach ja, stimmt, die muss man einzeln sammeln. Und warte. Äste. Ach, zwei. Verdammt. 40 brauche ich dafür. Okay. Und wir werden wieder angegriffen. Autsch. Das Schild kann ich auch direkt reparieren. Das ist schade, dass man nicht aus Stöcken irgendwie Äste machen kann. Aus Holz meine ich. Muss ich aber noch ein paar sammeln. Was war das? Da hat bestimmt meine Maus gerade ein bisschen rumgespinnt. So, einmal die 7. Oh. Das ist normal, weil der das lädt. So. Denn das Feuer brauchen wir jetzt. Oh. Komm, nehme ich jetzt komplett. Oder war das? So. Ah, genau. Um das Fleisch zu machen, dass wir nicht verhungern. Das hier muss ich aber rauswerfen. Das ist jetzt das Vergammelte. Und das hier muss ich reparieren. Und das hier. Doppelklick und anziehen. Ja, Holz kann ich noch was sammeln.
Und was haben wir? Komm, ich gehe jetzt nochmal auffüllen. Wenn ich zurück bin, ist das Fleisch fertig. Dann kann ich mich noch satt essen und... Oh. Soll ich die angreifen? Die greife ich an, komm. Da ist eine Kiste. Die will ich haben. Komm, 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 geh down. Und der nächste Gegner. Oh, den habe ich halbiert. So, jetzt mal reingucken hier. Und alles reparieren. Mache ich doch schon ganz gerne, weil, wie gesagt, durch Abernten von Sachen können wir ja XP kriegen. Oder kriegen wir. Deswegen repariere ich immer ganz gerne, weil ich werde immer weiter sammeln. XP sammeln und durch das Reparieren werde ich halt nicht so schnell überladen. Die mache ich jetzt wegen den XP. Die geben nämlich relativ gut. Keine Ausdauer, komm. Nicht, dass jetzt Mama kommt. Komm, mache ich auch noch mal eins. Oh ja, wunderbar. Jetzt kann ich direkt die Truhe machen, ja. Soll ich 41? Ja, komm, ich stelle jetzt hier 41 her. Da hinten, das habe ich jetzt abgesehen. Nein, 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 verdammt, 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 verdammt. Zum Glück habe ich jetzt eben die Eier eingesammelt. Sonst wäre ich jetzt ziemlich schnell verhungert. Genau, hierauf hatte ich jetzt abgesehen. Das ist nämlich eine ziemlich einfache Methode, an die Fanfibers zu kommen. Und ab nach Hause. Weil es. Nee. So. Ja, mach ich mal aus. Und benutzen. Inventar. Und was fehlt mir? Oh. Ja, ich sehe, wir sind wieder am Ende einer Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich würde mich über Kommentare und einen Daumen nach oben freuen. Und würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und ja, bis dahin, ciao und bis zum nächsten Mal.